Lärm am Arbeitsplatz beeinträchtigt Kommunikation und Konzentration. Lärm führt vor allem zu Gesundheitsschäden wie Schlafstörungen, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems und insbesondere Gehörschäden. Voraussetzung für wirksame Lärmminderungsmaßnahmen ist die Identifizierung der Lärmquelle. Hierfür bietet Ihnen Ihre Berufsgenossenschaft spezielle Lärmmessungen an. Wir sind hier weit über den zulässigen Grenzwerten. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, dass wir hier eine Lärmschutzhaube installieren, damit die anderen Arbeitsplätze nicht von diesem Lärm betroffen werden. Der erstellte Lärmmessbericht ist eine gute Grundlage für Lärmminderungsmaßnahmen. Also hier müssen wir uns in jedem Fall was einfallen lassen. Vor allem, um den Lärm an den benachbarten Arbeitsplätzen zu reduzieren. Nutzen Sie bei Bedarf das Beratungsangebot Ihrer Berufsgenossenschaft.